shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein kleines Infovideo für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich über vier kleine Themen sprechen. Das heißt, für die Leute, die es interessiert, die müssen auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben. Und für die Leute, die es halt nicht interessiert, mein Gott, die können ja irgendwann mal abschalten, sobald es für die langweilig wird. Und zwar zum einen möchte ich die neuen Fahrzeuge ansprechen, die wahrscheinlich morgen mit ins Spiel kommen, die seit dem Cunning Stunts DLC mit im Spiel sind. Die möchte ich euch ganz kurz ein bisschen vorstellen, was darüber sagen. Dann möchte ich noch kurz über Schlag den Zeddy reden. Und da wird es am Ende von dem Video noch eine neue Ziehung geben. Und dann möchte ich noch kurz über meine Facebook-Gruppe reden und über FIFA 16, beziehungsweise ab September über FIFA 17. So, damit das Video nicht zu lang geht, fange ich am besten mit dem Cunning Stunts DLC an. Und zwar, ich habe ja vor einer Woche ein Video hochgeladen, wo ich euch ein paar Fahrzeuge schon vorgestellt habe und einfach die Newswire von Rockstars nochmal erläutert habe, worüber halt Rockstar geschrieben hat, über das Cunning Stunts DLC, dass in den nächsten drei Wochen neue Fahrzeuge, neue Stuntrennen mit ins Spiel kommen und zum grünen Abschluss am 2. August der Map-Editor mit ins Spiel gebracht wird. Und viele waren ja der Meinung, dass am 2. August, wenn die Stuntrennen für den Shop-Editor verfügbar sind, dass auch dort die fünf neuen Fahrzeuge mit ins Spiel kommen. Meiner Meinung nach, das habe ich auch vor einer Woche etwa gesagt, dass sechs neue Fahrzeuge mit ins Spiel kommen und die dann über die nächsten drei Wochen verteilt werden. Das heißt, dass jetzt am Dienstag oder letzten Dienstag drei neue Fahrzeuge kommen, morgen ist ja wieder Dienstag, dass da wieder drei neue Fahrzeuge kommen und am 2. August ist ja wieder ein Dienstag, dass dort dann die Stuntrennen für den Job-Editor verfügbar sind. Bis jetzt hatte ich eigentlich relativ recht, weil es sind letzte Woche wirklich drei neue Fahrzeuge mit ins Spiel gekommen und ich vermute, dass morgen wieder drei neue Fahrzeuge mit ins Spiel kommen. Viele sagen ja, dass es nur fünf neue Fahrzeuge gibt, aber ich glaube, es kommt noch der sechste dazu und das ist nämlich der vierte aus der Story von den Stockcar-Fahrzeugen. Das ist nämlich der Sprunk Buffalo. Und da glaube ich, dass einfach morgen der Sprunk Buffalo mit ins Spiel kommt. Aber wie gesagt, das ist nur meine Vermutung. Und ja, seid mir nicht böse, falls morgen doch nur zwei Fahrzeuge mit ins Spiel kommen oder sogar gar keine. Aber ich glaube, dass morgen einfach die drei Fahrzeuge kommt. Das ist, glaube ich, einmal der Contender, wenn ich das richtig gelesen habe. Dann dieser Rally Truck und dann der Sprunk Buffalo. Ihr könnt ja alle drei Fahrzeuge, seht ja schon bereits im Hintergrund. Und ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wir sehen es ja morgen, ne? Jo. Kommen wir nun also zum zweiten Thema und das ist das Thema Schlag den Zeddy. Und da hatte ich gestern eigentlich vor, um 19 Uhr gegen Gaming Boy PvP zu spielen. Der hat mir das auch zugesagt. Ich habe zwar versucht, vielleicht noch ein bisschen früher den Livestream zu machen, weil um 19 Uhr war es bei mir zeitlich relativ schlecht. Aber er meinte, er kann nur dann und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir das halt. Ich war um 19 Uhr eigentlich online, habe eigentlich auf ihn gewartet in der Party. Er kam einfach nicht, hat auch nicht mehr geschrieben, hat auch heute nicht mehr geantwortet. Und deswegen glaube ich einfach, dass das Interesse bei ihm einfach nicht groß genug ist, da jetzt weiterhin mitzumachen. Genauso wie bei Westside, der hat mir auch geschrieben, dass er sich bei mir meldet, kam jetzt eigentlich auch nichts mehr. Deswegen sind die zwei jetzt raus, fünf Leute habe ich schon besiegt, deswegen jetzt ist Zeit für eine neue Ziehung und wir werden es jetzt anders machen. Das heißt, ich werde es am Ende des Videos neue Namen ziehen, die noch dabei sind und die sollen mir dann unter dieses Video schreiben, ob die am Freitag um 20 Uhr Zeit haben. Wenn die am Freitag um 20 Uhr Zeit haben, dann sollen sie mir ihre PSN in die Kommentare hier reinschreiben. Dann werde ich die mit dem Account adden, sagen, dass ich es bin, damit die auch wissen, dass ich es bin, weil ich werde das mit dem anderen Account machen. Werde dann am Freitag um 20 Uhr eine Party starten für zwei Leute. Das heißt, derjenige, den ich da geaddet habe, zuerst in der Party drin ist, gegen den spiele ich. Weil es ich habe es versucht, die Leute anzuschreiben, okay, wer hat Zeit, dann schreibt einer, ja, ich habe Zeit, dann habe ich gesagt zu den anderen, okay, es tut mir leid, es hat sich schon einer gemeldet. Dann derjenige, den ich eigentlich dran nehmen wollte, kam dann an dem Tag nicht, das kam jetzt wirklich schon öfters vor und die anderen habe ich schon abgesagt und hatte eigentlich keinen Gegner, mit gegen den ich spielen kann. Und um das jetzt zu umgehen, tut es mir wirklich leid für die Leute, die ich jetzt vielleicht zuerst ziehe oder danach ziehe. Es hat jetzt wirklich die Leute, die ich jetzt ziehe, die haben wirklich die Chance, der zuerst in der Party ist, der wird auch gegen mich antreten. Es tut mir halt leid für die anderen, aber es ist nicht mehr möglich, weil ich habe eigentlich keine Zeit mehr und keinen Nerv mehr, jeden anzuschreiben, um dann am Schluss allein in der Party zu hocken. Keiner ist online, keiner meldet sich mehr und das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Das habt ihr den Leuten zu verdanken, die unzuverlässig sind und deswegen, ich werde am Ende des Videos neue Namen ziehen und die Namen, die halt dann, oder die das halt sehen, die sollen mir einfach die PSN-Namen hier unter das Video schreiben. Ich werde die am Freitag um 20 Uhr einladen in die Party und der, wo zuerst in die Party drin ist, der, gegen den spiele ich. Vielleicht werde ich auch anschließend, so wie letztes Mal, einfach nochmal den anderen
die Chance geben, gegen mich anzutreten, dass wir einfach zwei Schlag den Zeddy an dem Tag machen. Aber das werden wir sehen am Freitag. Ich hoffe natürlich, dass wenigstens einer reinkommt. So, das war's jetzt damit, davon. Und jetzt noch ganz kurz zu meiner Facebook-Gruppe. Und zwar, da habe ich jetzt am Wochenende eigentlich FIFA 16 spielen wollen, aber irgendwie so viele Leute, die in der Facebook-Gruppe sind, die haben das irgendwie gar nicht gelesen oder hatten kein FIFA. Und ich weiß halt von Livestream, dass eigentlich doch einige Leute FIFA haben und auch gern mit mir spielen würden. Aber um das Ganze hier nochmal zu verdeutlichen, ich habe jetzt eine FIFA 16 Pro Club Gruppe erstellt, die heißt YouTube-Zeddy. Da kann auch jeder rein, das ist eine öffentliche Gruppe. Und ich werde da auch am Wochenende oder die Tage auf jeden Fall öfters mal reinschauen. Wenn da jemand drin ist, dann werde ich auf jeden Fall mal mit dem bisschen Pro Club spielen. Um das Ganze auch besser zu organisieren, könnt ihr natürlich in meiner Facebook-Gruppe beitreten. Dann kann man das auch besser abstimmen, wer wann online ist. Und da sind jetzt insgesamt schon über oder fast 200 Mitglieder drin. Und da kann auch jeder rein, ist auch wirklich jeder herzlich willkommen. Und man darf jetzt nicht den falschen Eindruck bekommen, hey, das ist eine Zeddy-Facebook-Gruppe. Um Gottes Willen ja nicht. Also ich bin zufällig der Administrator von dieser Facebook-Gruppe. Es soll eine reine GTA 5 Facebook-Gruppe sein. Es soll keine Zeddy-Facebook-Gruppe sein, um Gottes Willen, das möchte ich nicht, sondern es soll eine GTA 5 Facebook-Gruppe sein. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Videos habt, wenn ihr selber Let's Player seid, dann könnt ihr natürlich auch eure Videos da rein posten oder Videos von anderen oder über irgendwas anderes schreiben. Es ist mir wirklich scheißegal. Ich bin da relativ offen und relativ tolerant, sage ich mal, wenn es jetzt nicht zu viel wird, wenn ich sehe, dass irgendeiner in der Gruppe ist, der täglich nur seine Videos postet und sonst an der Gruppe nicht teilnimmt, den werde ich auch wieder entfernen, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, die Toleranz ist relativ groß bei mir. Ich lasse einiges zu und da kann auch jeder wirklich reingehen und wirklich über alles reden, was mit GTA 5 zu tun hat. Ich möchte nicht, dass es nur eine reine Zeddy-YouTube-Gruppe ist, sondern es soll wirklich eine GTA 5 Facebook-Gruppe sein, wo wirklich jeder beitreten kann, wo man auch seine Freunde einladen kann und sich komplett über GTA 5 austauschen kann. So, das war's jetzt davon und jetzt möchte ich noch ganz kurz über FIFA 16 reden. Und zwar, da ich jetzt in letzter Zeit doch lieber oder öfters mal wieder FIFA spiele und irgendwie auch wieder richtig Bock dazu habe, würde es mich einfach mal interessieren, ob ihr sowas sehen wollt, ob ich so Livestreams von FIFA machen soll, ob ich Videos von FIFA machen soll. Also jetzt erstmal für FIFA 16 wahrscheinlich nicht, wenn dann eher für FIFA 17, wenn es im September dann kommt, werde ich es mir natürlich auch kaufen. Und da würde es mich jetzt einfach interessieren, ob euch sowas auch interessiert, sowas zusätzlich auf meinem Kanal zu sehen. Wenn nicht, dann spiele ich für mich selber, für mich alleine, das passt, oder mit Abonnenten dann im Bro Club. Aber wenn euch sowas auch auf meinem Kanal gefällt oder ihr sowas sehen möchtet, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. So, das war jetzt ein langes Video, viele Informationen von mir, aber ich möchte mich jetzt erstmal verabschieden und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao. So, das sind jetzt die Namen, wo ich letztes Mal schon gezogen habe. Das sind 10 Stück und ich fange jetzt einfach mal oben an, also beim Gaming Boy, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das große Interesse noch da ist, deswegen kommt er jetzt raus. Creeper Gamer hat keine PS4, deswegen kommt er jetzt raus. Bernie Fischer habe ich bereits schon besiegt. Finn Kill hat sich seitdem nie wieder gemeldet, also schon raus. Westside ist das Interesse ganz klein, weil er sich auch nicht mehr meldet. Cedric Mann habe ich schon besiegt. Die Zocker habe ich schon besiegt. Elias Killer, ich glaube, der hat sich seitdem auch nicht mehr gemeldet. Ich lasse ihn aber noch drin, weil irgendwie glaube ich, dass er sich doch mal gemeldet hat und ich habe es nicht gelesen. Und Tobias Diggis hat sich auch einmal gemeldet, aber seitdem auch nichts mehr gehört. Aber ich lasse ihn auch mal drin, weil ich glaube, dass er sich vielleicht noch melden könnte. Und Schmalking habe ich ja bereits besiegt. Das heißt, die 8 sind weg. Und ich ziehe jetzt einfach mal aus diesem Topf, der unverändert ist vom letzten Mal. Ihr könnt ja mal kurz reinschauen. Vielleicht erkennt ihr euch gleich mal oben dran. Könnt auch einmal kurz rumwirbeln, dass ihr wirklich seht. Oder wenn ihr euch seht, dass ihr wisst, dass ihr auch auf jeden Fall dabei gewesen seid. Und jetzt mache ich wieder ein cooles Handtuch drüber. Und dann ziehe ich einfach mal 8 neue Namen. Und für die 8, die ich jetzt gleich ziehe, für die gilt es, was ich jetzt gerade eben im Video gesagt habe. So, ich überreiche mal die Kamera. So, jetzt kommt das coole Handtuch drüber. Und ich fange mal an zu ziehen. Sieht man es auch, dass ich nicht bescheiß? Ja. Okay. Richtig rummischen. So, der eine Teilnehmer. PK Inferno. Die Namen zeige ich nachher am Schluss, damit ihr euch auch angesprochen fühlt. Hannes Unter. Der war aber auch schon lange nicht mehr auf meinem Kanal zu sehen. Sieht man schon alles? Okay. Dann Lukas Weiß. Dann habe ich hier KDTV oder KTV. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ich glaube, der hätte sogar verdient zu gewinnen. So, dann haben wir hier den Yannick Walz.
Dann haben wir da der Marcel Postrach. So. Sieht man's? Ja. Dann der Leon Rogge. Jetzt sind wir bei 5, 9. Jetzt noch den letzten Teilnehmer für diese Ziehung. So. Und der Mike Batz. So, ich filme das jetzt nochmal genau ab, damit ihr das oder ihr euch vielleicht selber kennt. Elias Killer ist noch dabei, Tobias Tigges, frisch gezogen, PK Inferno, Hannes Unter, Lukas Weiß, Kade TV oder Kate TV, Yannick Walz, Marcel Postrach, Leon Rogge und Mike Beitz. Für die Leute, die 10, wenn die sich jetzt gar nicht unter das Video melden sollten, weil sie einfach inaktiv sind oder das Video nicht sehen oder gar keinen Bock mehr drauf haben, dann werden die automatisch bei der nächsten Ziehung auch nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, die Leute, die sich jetzt nicht unter dieses Video melden, die sind wieder raus und ich ziehe dann meine Stimme wieder so viel neu, dass wir wieder auf 10 Teilnehmer sind. Und dann geht es genau so weiter, wie ich das im Video gesagt habe. So, die Leute, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Namen bei mir unter das Video zu schreiben mit der PSN. Und ihr kriegt dann die Einladung und dann machen wir das am Freitag. Ne? Alles dann. Das war's auf jeden Fall davon und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.